So. So, durch Rushen oder durch Kämpfen? Ich glaube, wir können rushen, ne? Auf geht's. Besten im Gleichschritt. Seid ihr alle da? Besten im Gleichschritt. Schön, dass ich gerade den Weg ausgekundschaftet habe. Achso. Wisst ihr denn, wo es lang geht? Ja. Wirklich? Ich glaube, wir sind schon mal auf Edge. Meinst du? Wenn wir durch den Keller reinkommen können, sind wir hier richtig. Hey, ich bin eingefroren. Wo bist du denn? Ich glaube, da kommst du nicht mehr hoch. Vor allem ist es hier auch nicht als viel geiler. Hier ist Quatsch, da musst du einmal das ganze Haus laufen. Ja, müssen wir sowieso, also. Nee, du kannst, wenn du oben bei einem Fahrstuhl fährst, kannst du da links lang gehen. Von außen lang fährst. Oh. Wir waren der letzten Mal schon vor, weil die ganze in der Villa drin waren, weil ja. Bei Jekyll und Hyde. Dann müssen wir nochmal eine dicke Kiste abgegriffen. Naja, nee, die Missionsziel hier ist ja auch noch drin. In der Villa, das Ding. Jekyll und Hyde ist ja nicht unser Missionsziel gerade. Aber du machst uns den Weg frei, wie ich sehe. Ach, nein, ist nicht so wirklich. Okay, dann lauf ich durch. Einfach ausschalten. Hier, was ist los? Jo. Wie siehst du nur wieder aus? Echt ein bisschen unübersichtlich hier. Nee, ich hab noch gar nicht vorne verlaufen. Ja. Ich sterbe gerade. Ich auch. Ich bin wieder da. Ja, toll. Ich bin wieder weg. Ich auch. Scheiße. Rushen wir doch mal durch. Richtig. Schon prügeln zwei Badass-Prügels auf mich ein. Ja, ich wollte sagen, meine tote Leiche. Die Badass war ein bisschen. Ja, super. Das war mir auch ganz toll. Ja. Oh, auch nicht durchlaufen. Das stimmt wohl. Ich rufe schon mal den Aufzug. Ja, bitte. Sehr gerne. Oh, da waren so rote Punkte da. Wow. Machst du denn das schon wieder? Ja, also. Der Fahrstuhl ist da. Ja. Oh. Lass mal eine Runde fahren. Alle da? Ja. So, naja, war ja kein Problem. Was ist denn da wieder? Wer? Luminesa. Wir wollen zu Jekyll und Hyde, wie die heißen. Nee, wir wollen erst die Mission machen. Wir können da auch kurz noch hin, also. Ah, dann müssen wir wieder komplett einmal zurücklaufen. Dann lieber auf den Rückweg. Naja, gut. Ach, schon ein Iridium hier hin. Hier ist Typhoon-Lock. Haben wir noch schon. Achso, das habe ich hier, deswegen habe ich es auch nicht gesehen, aber gerade. Oh. Ah, das ist ja was hier. Aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leckt sich die Lippen, flucht und meint, dass er nie ein Jacob sein wird. Dann merke ich auch warum. Der Kleine ist auf einem Auge blind. Also gehe ich hin und sage: Hey Junge, versuch's doch mal mit einer Schrotflinte.
Okay, hier ist es dann nicht viel besser. Ach, nee. Okay, ihr seid hinter mir. Dann. Hier müssen wir erstmal Leute ausschalten, sonst wird das nichts. Ja, ja. Beweisen suchen. Ja. Guck erstmal den Waffenschrank nach Beweisen. Naja, ich hab schon mal die Reste daraus gefingen und mir war ja nicht. Scheiße aus. Benutzen. Oh. Wo ist ein Knopf? Die Statue da ist verwanzt. Die Aufnahmen werden sicher an den Safe da drüben weitergegeben. Er ist dreifach gesichert, also finde die drei Verschlüsse, um ihn zu öffnen. Was läuft denn bloß? Oh. Welche Verschlüsse denn bloß? Der Safe. Safe ist der da. Der dicke unten noch war. Ach so, ja, die Truhe hier, ja. Ja, genau. Es müssen nur so, die. Oh, einer hat doch schon was, oder? Ja, ja, das war hier. Das ist die nächste Statue hier oben. So. Jetzt fehlt noch eine Statue. Ja, hier die Statue und oben drüber war so ein. Ah, okay. Drauf Schießding. Wenn wir noch eine finden, dass wir drauf schießen. Der zählt nicht dazu. Ja. Vor mir. Ah. Ein Gespräch. Ich weiß, dass du mich ausspioniert hast, Baldwin. Aber bevor ich dich erschieße, sag mir, wo hat Montgomery Jacobs den Kammerschlüssel versteckt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ihr meint, werte Baronin. Ich habe 4 Generationen in der Villa Jacobs ehrliche Dienste geleistet. Und ich beabsichtige, dies auch weiterhin zu tun. Es sei denn, ihr wünscht, dass die ganze Welt erfährt von eurer Liaison mit. Leider ist das Einstellungsverfahren zurzeit auf Eis gelegt. Baldwin war auf seine Art ein loyaler Diener. Wenn er belastendes Material gegen Aurelia hatte, hätte er es dem übrigen Personal zur Verwahrung anvertraut. Sieh in den Dienstbotenzimmern nach. Aber klar doch. Natürlich. Natürlich müssen wir noch einmal komplett durch hier. Wäre auch zu einfach. Jupp. Auf zu den Dienstboten. Aber erstmal die Taschen voll stecken. Oh, es geht. Das schon wieder. Ist
versucht, Sim abzufangen. Wow. Ich leb für den Scheiß. Müssen die irgendwo nach oben? Ein Badass-Fanatiker. Eingefroren. Nein, niemals. Oh, Schund drin. Schund ist Geld. Schund und Schmutz. Und hier geht's hoch, oder was? Warum sind die denn alle so besessen? Ich hab hier einen Badass-Geist. Wollen wir auch mal dran? Bitte. Nee, hab ich alleine gemacht. Alleine. Da hast du noch einen. Bitte. Da warst du jetzt auch mal dran. Der Kopf hat mir eine Kopfnuss gegeben, glaube ich. Ah, kleine Tink. Was, wo? Danke, das war's, Junge. Hier oben oder was? Ich bin oben, ja. Oh. Oben geht's noch weiter. Und dann geht's hoch. Schon luftiger aus. Der Geist. Voll dicht. Aua. Jo, auch. Oh, ein Schnäppchen. Auch ganz entspannt. War tatsächlich alle meine Granaten mal reingeworfen. Geld.
Unter uns? Unter uns. Hier. Hier ist eine Leiche. Diese verfluchte Harpie. Was ist das da? Oder? Kündigungsschreiben. Ein Kündigungsschreiben? Sieht ganz nach Großreinemachen aus. Jeder, der lediglich die Kündigung bekam, kann nur durch die Kellertür hinausgegangen sein. Sieh nach, ob was zurückgelassen wurde. Aber natürlich nochmal den ganzen Weg durchs Haus. Hier ist ein Tink rausgekommen. Aber ein Mini-Tink. Aber außer einem großen Knall gab es ja nichts. Nein. Tinky Tinky. Alter. Beute-Tink, die gibt's nicht so oft, ne? Also, ich meine, ja, klar, die gibt's eh nicht oft, aber. Hier ist ja fast nie einer. So, mal ein, zwei mehr reinstreuen. Das könnte mit Pech der Endgegner wiederkommen, ne? Oder kommt er nur einmal? Ich glaube, der kommt nur einmal. Oh. Ja, voll. Ach. Die grüne Pistole. Was sagst du? Wir sollen an den Kistchen rumschrauben. Immer die kleinen Griffelchen reinmachen. Na klar, alles rausgeangelt, was geht. So. Kommen wir der Sache langsam näher? Agentenmod in Blau, Schützenmod. Seid ihr schon runter? Ah ne, ihr seid ja hier. Jetzt. Ja, da oben. Ah. Ach da. Nein. Was heißt denn hier nein? Oder wie abgebrochen? Nein, das war der falsche Hinweis. Keine Ahnung, jetzt sind wir durch die Grotte hier. Mhm. Ja, haben wir Sausen wieder? Mhm. Würde ich heißen. Dann ist aber noch mal Iridium hier, oder was ist das? Ist ein Rammiger. Ja. Noch einer. Wow. Ich hätte dich nicht gewarnt. Huh.
Und jetzt? Ist hier erstmal der Tyrann wieder. Oh. Wo ist ein Hinweis? Lass mich in Ruhe! Jetzt haben wir schnell einen Bock. Ey, Geister. Oh, no. Ja, einen Plan, wo hier was liegt? Nee. Da oben. Verkiste dich. Einkaufsliste. Oh. Nein. Oh. Erzähl doch nicht. Nein gesagt. Aha. Bei mir haben wir gleich ein bisschen verarscht vor. Oh. Und wo ist jetzt Claire? Claire ist hier. Ja, das ist. Du weißt nicht. Alter Schwede, Claire ist hier nicht hier. Nee, aber. Per Schnellreise. Ja, wir wollten aber noch mal bei Heckel rein, ne? Da müssen wir einfach nur hier rausgehen, ne? Oder? Eigentlich ja. Jetzt bin ich weg. Wo bist du denn hin? Ja, ich habe die Schnellreise schon gemacht. Ach so. Naja gut, wir müssen eh einmal durchlaufen, macht da eh keinen Sinn, ne? Wir sind ja unten im Keller jetzt. Wir wieder rausgekommen. Laufen muss trotzdem. Na, ja, wir müssen eh halb durchlaufen. Dann mach ich die Claire schon mal fertig. Ihr lauft schon mal, ne? Oh, ist wieder alles flott hier, ey. Oh. Aurelia? Das eiskalte Miststück hat mich gefeuert. Nicht mal meinen Lohn hat sie mir ausgezahlt. Oh, Matsch, hier was los. Ich hab nur diesen scheiß alten Wein hier bekommen. Oh, Matsch, komm ich da nie leben durch. Cyanid. Du suchst nach Belastungsmaterial? Ich hab was in der verlassenen Hütte versteckt. Baldwin hat ein paar ganz schön üble Aufnahmen von ihr gemacht. Warum bist du? Scheiße, komm da jetzt hin. Oh nein. Kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, Alter. Aha, passt auf, wir müssen eh in die Richtung. Ja. Ich hab ja ein Problem hier. Ich bin tot. Was macht ihr denn schon wieder? Ich auch gleich. Wollt euch nicht mal einmal eine Minute alleine lassen? Ja, mein Problem ist, ich renne hier orientierungslos durch die Gegend. Oh, was ist denn los? Soll ich einen scheiß Fahrstuhl holen? Ja. Folge mir. Nein. Bitte. Ist der Fahrstuhl denn schon da? Lass mir einen Badass Psychosaurus rammen. Nachdem natürlich ein Badass Geist rausgekommen ist. Kannst du halt wieder spazieren laufen. Wir laufen nicht spazieren, wir haben ja alles im Griff. Echt mal. Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Deine Eintrittskarte in die große Kammer. Oh, Fahrstuhl ist da. Komm mal. Da. Uiu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 i, ich hab's mir rennen. Ob das diesmal klappt's auch nicht? Nachbarn. Ja, da in der Ecke durch. Ich hätte mal einen Schrittzähler anmachen sollen. Das ist wohl wahr.
uns erstmal ein dickes Schnitzel gönnen gleich, wenn wir hier mal eine Pause machen. Und 7 Bier. Ja. Sollen wir runterspringen, ne? Für Jekyll und Dingens. Ein Mann, ein Monster, macht er darum keinen Kopf. Beide bluten gleich. Hier ist er. Siehst du doppelt? Scheint es zu gehen, ne? Sieht so aus. Was sich jetzt nochmal in den anderen verwandelt hat. Jo. Sehr gut. Haben wir da alles eingesackt? Da ist was Goldenes rausgefallen. Ehrlich? Oh. Ich hab gar nicht gesehen, dass er was verloren hat. Ich auch nicht. Ach, braucht er auch nicht. Was haben wir denn schon? Das ist so ein Arschloch. Wir sollten ihn gleich mal von der Klippe runterschmeißen. Das machen wir auch. Sohle. Es gab schon wieder Nachrichten. Es gab ein Scharfschützengewehr für mich jedenfalls. Und eine Schrotflinte. Ich weiß aber nicht, ob die schon länger her sind oder ob die jetzt gerade eben waren. Hecke und Hyde, ja, da gab es irgendwas. Da gibt es eine Schrote. Oh ja, Pistole. Deep Dive Downsizer. Mal gucken. Am Platz mal im Inventar. Sehr gut. Okay, haben wir das auch, hä? Das haben wir auch und. Oh, die verlassene Hütte. Video. Verdammt. Aua. Hallo, Start. Aua, nee, der Bett ist gut, ja, das ist gerade. Nein. Ich bin wieder hier. War doch gerade ein kleiner Fanatiker. Oh, Scheiße! Was. Jo. Aufzeichnung von Aurelia. Hau mal rein. Wow! Was du da mit dem Eis machst, das ist einfach. Wow! Bist du sicher keine Sirene? Nein, das ist keine Magie. Nur Nanotechnik und Jahre der Übung. Also, haben wir eine Abmachung? Ja, nee, ist klar. Wir foltern Montgomery Jacobs, bis er uns sein Unternehmen überschreibt. Du besorgst seinen Kammerschlüssel und wirst Geschäftsführer. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass du deinem Bruder das antust. Kommt mir etwas kaltschnäuzig vor? Troy, Schätzchen, irgendwann kommst du selbst dahinter. Familie ist nur ein anderer Begriff für Krieg. Und die Schwester ist immer die Stärkere. Und jetzt zeig mir nochmal deine neuen Kräfte. Klar, Baronin.
ihr hast du die schon? Mit der Sirenenratte nee. Ins Bett und bringt meinen Vater um, nur um reicher als Alistair zu sein. Ich war immer etwas einsam, ohne überlebende nahe Verwandtschaft, aber langsam sehe ich die Sache anders. Bring mir das Echo. Passt ja zu Van Wright, müssen wir um beide Missionen abzugeben. Können wir direkt hinfliegen? Da können wir direkt hinfliegen, aber ich würde sagen, das fliegen wir in der nächsten Folge ein. Würde ich auch sagen. War soweit alles, ne? Alle Herausforderungen? Bis jetzt haben wir soweit alles, ja. Ja, gar nicht. Das war ja auch ein bisschen was. Ja gut, schon wieder Zeit für ein Päuschen, ne? Ich schon wieder Zeit für ein Päuschen, oh. So sieht's aus. Na denn, ne? Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Kann ich auch.